Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Und zwar spiele ich The Legend of Zelda, The Wind Waker. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele, nicht nur auf der Nintendo GameCube oder in der gesamten Zelda-Reihe, sondern insgesamt wirklich eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und deswegen werde ich es doch noch ein weiteres Mal mit euch zusammen durchspielen. Das Ganze wird ein 100% Run werden, das heißt, ich werde euch alles zeigen, was es hier zu holen gibt. Es gibt eine Menge Herzteile, Schatzkarten und so weiter. Ich werde euch alles zeigen und ich würde sagen, wir starten rein in die Reise quer über den Ozean. Ihr seht, ich habe hier einen Spielstand von 2008. Schon lange her, da war ich, ja, das ist ja schon ewig her, da war ich ja noch ein Kind. Ja, auf jeden Fall, der Spielstand, den habe ich mal so just for fun angefangen. Ja, auf einer anderen Memory Card habe ich auch einen Spielstand, den ich zu 100% habe. Jedoch werde ich diese Memory Card verwenden, da auf der anderen kein Platz für einen weiteren ist. Hat euch ja auch nicht zu interessieren, wie das hier mit den Speicherproblemen aussieht. Sondern wir starten einfach in ein neues Abenteuer rein. Das Abenteuer beginnt Reisetagebuch 2. Ich würde sagen, auf geht's. Ach, okay, Namen müssen wir noch festlegen. Ich werde in diesem Let's Play den Namen Link nehmen, weil man in diesem Spiel auch mit seinem Namen angeredet wird. Und wenn wir den Namen Link nehmen, passt das einfach besser von der Story, weil der Held ja auch Link heißt. So, auf geht's. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der Frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling, gewandet im Grün der Wiesen, aus dem Nichts auf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit den Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nicht wieder. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber. Ihnen blieben nur noch ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon war es heute niemand mehr zu berichten. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz
und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. Präludien oder Präludien. Link! Link! Ja, Link ist einfach mal am Pennen. Link! Was ist denn los hier? War wohl nur ein Traum. Erstmal wach werden. Da bist du ja. Hi, ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du, Link, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Nö, sag mal. Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du es etwa vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Ach so, ja, wusste ich doch. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Link, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Ja, wenn du das sagst. Ach, okay, habe ich also Geburtstag. Ja, das wusste ich natürlich. Ja gut, also es ist Links Geburtstag. Und wir haben ja in der Vorgeschichte erfahren, dass der Held der Zeit oder dass ein Jüngling zu einem bestimmten Alter ein Gewand aus Tradition bekommt. Und ja, genau der Geburtstag ist es, zufälligerweise. Und ja, ich glaube, ich brauche nicht so viel zum Interface sagen. Hier Ducken und Angriff, hier Rollen, glaube ich, ist selbsterklärend. Wenn ich irgendwas erklären werde, dann, ja, werde ich schon sagen, auf welche Knöpfe das ist und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist das Interface erstmal selbsterklärend. Unten rechts die Rubinanzahl, links unten die Karte. Für Zelda-Spieler sollte es eigentlich schon ganz klar sein, was das ist. Hui. Aber ich denke mal auch erstmal runterspringen. Für jeden, der Zelda noch nicht gespielt hat, ich glaube, ist auch selbsterklärend, was die Herzen sind und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall. Wir sind hier erstmal der junge Link, der heute Geburtstag hat und komplett verschlafen ist. Und ja, was machst du denn hier? Link, hallo! Was machst du? Was meinst du? Kann man wirklich bis nach da hinten springen? Ja, na klar. Guck mal. Zack. Und dann ins Wasser springen. Geht doch ganz einfach. Hab ich doch gesagt. Ich habe das Spiel auch ewig nicht mehr gespielt, deswegen gebt mir ein, zwei Parts, bis ich wieder in der Steuerung drin bin. Dann habe ich das Ganze auch wieder drauf. Ein, zwei Parts einfach nur geben, dann passt das schon. So. Da siehst du, man kann hier rüber und du wolltest es mir nicht glauben. Also wirklich. So, 15 Rubine hätten wir auch schon in der Tasche. Ich frage mich auch immer, wo Link die Rubine lagert. Man hat immer so einen tollen Beutel, aber wo verstaut Link den? Was guckst du hier überhaupt so komisch? Ich habe ein Wildschwein entdeckt. Kannst du es fassen? Ein Wildschwein. Siehst du es? Das Schwarze da, meine ich. Wo ist es denn hin? Meine Frau ist nämlich ganz wild darauf, ein paar Schweine zu züchten. Verstehst du? Link, hör mir zu. In solchen Fällen darfst du dich nicht wie ein Trampel fallen. So ein Schwein verfügt nämlich über eine volltreffliche Wahrnehmung. Willst du dich annähern, drücke er, um dich zu ducken. Und pirsche dich mit Hilfe von Analogstick ganz langsam und behutsam an. Langsam und behutsam. Ja. Da hinten ist nämlich ein Schwein. Und wenn wir uns ducken und dann ganz langsam an das Schwein heranschleichen. Und dann aufstehen. Zack, haben wir das Schwein auch schon. Diese tollen epischen Schweinesounds, die immer machen, wenn man die aufhebt. Einfach nur genial. Nein, ich will jetzt nicht mit dir reden. Och, jetzt haut das Schwein ab. Och, Mann. Blödes Schwein. Müssen wir uns wieder ranschleichen.
dann können wir das Schwein auch nehmen. Ja. Der Typ da oben, der da oben auf dem Haus ist, will nämlich, dass wir mit ihm sprechen. Mache ich aber nicht. Sondern ich mache erst eine kleine Aufgabe. Und zwar hat er ja gesagt, dass seine Frau Schweine züchtet oder dass sie das mag hier. Und zwar ist hier oben die nette Dame. Mit der werden wir dann auch mal sprechen. Nein, wie nett. Du hast dir also extra die Mühe gemacht, mir dieses süße Ferkel zu bringen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Streck deine Hand aus, Link. Ein kleines Dankeschön für dich. Ich hoffe, du freust dich. Ja, yeah, ein Rotrobin. Er ist so viel wert wie 20 Grüne. Was für ein Glückstag. Yo. Sehe ich auch so. Wenn du noch mehr so süße Ferkel findest, dann bring sie mir bitte. Je mehr, desto besser. Ja, eins haben wir hier auf dem Weg gefunden. Da schleichen wir uns dann wieder ran. Ganz geheim. Agent Link. So. Und dann schnappen wir uns das wieder. Das wäre das zweite. Bitteschön. Da hast du dein zweites Ferkel zurück. Hast du mir wieder ein Ferkel gebracht? Wunderbar. Jetzt fühlt sich das andere bestimmt nicht mehr so einsam im Gehege. Vielen Dank, dass du uns wieder zu einem neuen süßen Familienmitglied verholfen hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Und das gibt wieder 20 Rubine. Also ein roter Rubin, der ist halt so viel wert wie 20. Ja, und wahrer Glückstag, so wie die Beschreibung von dem Rubin, der sagt, ist es nicht. Es ist einfach nur unser Geburtstag. Da kriegt man doch auch Geld. Also, so wirklich. Ja, das dritte Schwein, das finden wir da hinten. Das haben wir irgendwo gesehen bei den Feldern. Der eine oder andere hat schon vielleicht gesehen. Aber wir gehen erstmal unserer Oma einen Besuch abstatten. Wo bist du denn? Hier? Gucken wir mal oben nach. Ach, da bist du ja. Wunderbar. Oh, Link, ich habe auf dich gewartet. Link, probier doch mal das hier an. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Du hast das Heldengewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus. So wie Link guckt, ja, erfreue ich ihn das aber nicht ganz so. Jetzt schau doch nicht so. Schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast, wie der damalige Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt, der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfes beschäftigt, ist der alte Vater Orca. Der alte Vater. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Ganz schön unbequem. Verstehst du? Glaub schon. Link, freu dich doch. Das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh und hol deine Schwester Aril, ja? Werd ich machen. Hui, jetzt haben wir auch unsere Kleidung erhalten, unser Geburtstagsgeschenk von unserem geliebten Obilein. Ja, schön verniedlichen. So. Und zwar sollen wir Aril holen, also unsere kleine Schwester. Und ja, die wartet oben noch auf uns. Und ich meine, neue Kleidung, voll das geile Geschenk, hallo, die steht Link doch voll. Und ich hätte gerne so eine Kleidung. So, und wir werden jetzt auch kurz das dritte Schwein holen, das ist nämlich da hinten. Hep. So, wieder anschleichen, das hat ein paar Flecken. Macht ja nichts. Ist trotzdem 20 Rubine wert. Hepsa. Und Hepsa. Das bringen wir dann noch schnell zu der Frau. Was läufst du uns hinterher? Steig uns nicht an mit deinem Schnupfen. Ah, ja, es ist gerade auch Winter. Dieses Spiel ist zwar sommerlich angehaucht, aber... Nein! Link, was tust du? Jetzt hast du das Schwein fallen lassen. Tollpatsch. Ja, das Schwein schwimmt gleich noch an Land. Nehmen wir es einfach auf dem Rückweg mit. Ja, es ist gerade Winter draußen. Viele sind erkältet. Ich habe das Glück, nicht erkältet zu sein. Nur so als kleine Randinformation. Und ja,
Ich spiele das Spiel einfach nur, weil es sommerlich angehaucht ist. Vor allen Dingen auch so solche Spiele wie Mario Sunshine, die sind einfach so schön im Winter zu spielen, weil man da das richtige Sommerfeeling bekommt und einfach gute Laune bekommt. So. Und ja, was gibt's Besseres außerdem als sein Lieblings-Zelda und sein fast absolutes Lieblingsspiel zu spielen? Also, gibt ja nichts Besseres. So. Was machen die ganzen Möwen hier? Oh, Link. Hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht. Ist dir darin nicht heiß? Aber es steht dir hervorragend. Link. Streck doch mal deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz und den leihe ich dir für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Link. Oh mein Gott, ein Fernrohr, das wollte ich schon immer zum Geburtstag haben. Aber ist doch süß, von unserer kleinen Schwester ein Fernrohr geschenkt zu bekommen. Immerhin leiht sie es uns ja für den ganzen Tag, also geschenkt natürlich nicht, aber... Na, und, freust du dich? Dir leihe ich es gerne. Du bist ja schließlich mein großer Bruder und daher was ganz Besonderes. Schau dir doch mal unser Haus von hier aus an, du wirst Augen machen. Ja, würde ich mal sagen, probieren wir das gleich mal an. Mit Start können wir dann ins Menü gehen und das dann mit Y, Z oder X auf eine Taste legen. Ich lege es mal auf X. Schauen wir doch mal. Legen kann... Ja, danke. So, probier doch mal zu zoomen. Mit dem C-Stick zoomen wir. Oh, wer ist denn das da? Am Briefkasten. Komischer Vogel. Wieso, was? Wieso ist er denn so in Aufruhr? Sieh doch mal nach oben. Ah, Link. Was ist das für ein Vogel? Der sieht nicht gerade freundlich aus. Und vor allen Dingen, was, wen oder was hat er da in der Hand? Und dann noch Piraten. Eieiei, ich will doch nur meinen Geburtstag feiern. Ich weiß es nicht, wer böse ist. Der Vogel oder die Piraten? Also, ja... Das kann man noch nicht wissen. Wow. Ein sehr guter Treffer. Auf jeden Fall fällt dieses Mädchen in den Wald rein. Oh nein, das ist ja furchtbar. Sie ist in den Wald gestürzt. Wir müssen ihr helfen. Aber so völlig unausgerüstet ist es viel zu gefährlich für dich zu gehen. Ja, dann würde ich sagen, rüsten wir uns doch einfach aus. Wo ist denn das Problem? Mit dem Fernrohr, da können wir schon die üblen Monster im Wald verprügeln. Gar kein Problem. Wir haben doch unser mega gutes Fernrohr. So, das Schweinchen ist auch wieder an Land. Wunderbar. Dann holen wir uns das mal. Nein, steck uns nicht an. Nein. Du hast da so viel Schnodder raushängen. Schnell weg vor dem. Vor dem habe ich Angst. So, und jetzt? Schaffen wir das schon, Leute. Wir haben es über die Brücke geschafft. Das ist doch was. So. Wir haben auch gehört, dass Vater Orca der Einzige ist, der noch die Schwertkunst beherrscht. Und ja. Ich würde sagen... Wenn ein Schwert mal keine Ausrüstung ist, dann weiß ich auch nicht. Und deswegen begeben wir uns auch gleich, nachdem wir hier mit dieser Frau noch gesprochen haben, zu Vater Orca. Wie wunderbar, den kleinen Fratz, den du mir diesmal bringst, ist aber auch allerliebst. Ja, dankeschön, aber ich will eigentlich nur das Geld, wenn ich ehrlich bin. Ja, yeah, nochmal 20 Rubine, wunderbar. Das heißt, die hat uns insgesamt 60 rote Rubine gegeben. 60 rote, 60 grüne meine ich. Ja, Link. Wunderbar. So. Und zwar wohnt der Vater Orca, der wohnt hier, da wo dieser Typ auch schon winkt, der mit L, oder mit einem Druck auf L, also ein L gedrückt halt so, ne, kann man Gegenstände oder Personen anvisieren und dann könnte ich jetzt auch mit dem reden. Sehr gut, ausgezeichnet. Du bist ein kluger Junge. Ja, komm, ich weiß, dass ich klug bin. Der erklärt hier nur den Autofokus, also dass man mit L halt Dinge anvisieren kann. Und die Kamera fokussiert. Also, da wird nicht viel erklärt. Lieber zu Schwertmeister Vater Orca. Oh, Link, was hast du? Du bist ja so blass. Ist etwas geschehen? Was auch immer es ist, der besorgte Ausdruck in deinem Gesicht lässt nichts Gutes vermuten. Na, wie sieht's aus, Link? Interessiert die wahre Kunst des Schwertkampfes zu lernen? Na und ob? Auf alle Fälle. Epische Kampfmusik.
Schön, als erstes üben wir den Horizontalhieb. Drücke B und greif mich an. B. Ja, ich soll den Horizontalhieb machen. Ich habe nämlich einen Controller-Taste gedrückt. Wir sollen jetzt einfach nur mit dem B-Knopf angreifen. Gut, als nächstes den Vertikalhieb. Drücke L, um mich anzuvisieren und drücke danach B. Nur keine Scheu, gib mir alles, was du hast. Nimm das und das und das und batz, 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 batz. Sehr schön, und jetzt der Ausfall. Visiere mich mit dem L-Fokus an und drücke B und nach oben. Gib mir alles, was du hast. Ja, das habe ich gerade nämlich aus Versehen gedrückt. Bam! Gut, ich will einen Ausfall nach dem anderen sehen. Ausfall, Ausfall, Ausfall! Ausfall, Ausfall! Als nächstes die Wirbelattacke. Halte B für eine Weile gedrückt, sammle deine Kräfte und lass los. Kannst alternativ auch Hilfe vom Knüppel eine Kreisbewegung ausführen und danach B drücken. Finde ich auch irgendwie sinnvoller. Hier einfach mit einem Knüppel, ich hoffe ihr hört's, eine Kreisbewegung ausführen und dann B drücken. Also im Sinne von Wirbelattacke, das finde ich irgendwie sinnvoller, aber das kriege ich meist nie hin. Sondern, ja, hallo, ich wollte gerade nur B gedrückt halten. Sondern ich mache es auch meist in der Variante B gedrückt halten und dann loslassen. Und zwar so, weil das mit dem Knüppel kriege ich nie so gut hin, das konnte ich auch noch nie. Weil ihr seht, da kommt immer das bei raus, weil ich den Knüppel nicht wirklich, ja, gut im Kreis drehen kann. Obwohl das eigentlich sinnvoller von der Wirbelattacke her ist, weil man dann wirklich was wirbelt oder wirklich was dreht. Die nächste Übung wird etwas schwieriger. Kommen wir nun zur Spezialattacke. Visiere deinen Gegner mit dem L-Fokus an und drücke A, sobald A aufblinkt. Boom! Ausgezeichnet, visiere mich noch einmal mit dem L-Fokus an und schlage zu, wenn A blinkt. Mit dem L-Autofokus, Entschuldigung. So, da glüht das Schwert übrigens auch, wer aufmerksam hingeguckt hat. Wunderbar, und zu guter Letzt noch den Sprungangriff. Zieh dein Schwert, visiere mich mit dem L-Autofokus an und drücke A. Bam! Ich will noch einen sehen. Da! Das war schon sehr gut, Junge. Ich spüre eine unruhige Hast in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der bloße Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß zwar nicht, was sich zugetragen hat, aber ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden wirst. Link, nimm es an dich und führe es gut. Du hast das Heroenschwert empfangen. Schwinge es durch Drücken von B. Wenn das nicht mal ein cooles Geburtstagsgeschenk ist. Erst die geile Kleidung, jetzt noch ein echtes Schwert. Mach es dir zur Aufgabe zu lernen, es perfekt zu beherrschen. Schließlich willst du den alten Mann, der so viel Vertrauen in dich gesetzt hat, nicht enttäuschen. Das Schwert diente seit jeher als das Instrument zur Bekämpfung alles Bösen. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden und mit ihm und seinen Aufgaben zu wachsen. Als treue Weggefährten begleiten sie sich auf ihrer Reise. Werde stark und wachse mit deinen Aufgaben, Link. Ja. Da hätten wir auch schon unser Schwert erhalten. Bam, 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 bam. Coole Sache. So, aber es fehlt ja noch eine Sache. Und übrigens, wir können jetzt ja auch mit unserem Schwert diese Bäume kaputt machen, um dann an diesen gelben Rubin zu kommen, der 10 ganze Rubine wert ist. Und wie gesagt, es fehlt noch was. Und zwar haben wir ja auch bei unserer Oma ein Schild gesehen, wo sie gesagt hat, dass das ein altes Andenken wäre. Und wenn wir das Schild wäre doch geil, wenn wir das Schild haben, also. Link, ist auf deinem Rücken etwa? Was willst du mit etwas so Gefährlichem? Ja, ich will das Schild da oben haben. Hier, das da. Das hätte ich gerne. Das Schild da. Hui, warte kurz, so. Was trägst du denn da auf deinem Rücken? Was ist vorgefallen? Ja, ist eine lange Geschichte, aber ihr seht, sie will uns das Schild noch nicht geben, auch wenn wir sie noch so sehr bitten. Das Schild gibt sie uns noch nicht. Leider nein, deswegen würde ich auch sagen, verlieren wir keine weitere Zeit und machen uns auf die Suche nach dem Mädchen, was darunter gefallen ist. Also, ja, ich denke mal, ein Menschenleben zu retten. Ich weiß ja nicht, was Gefahren in dem Wald lauern, aber ein Menschenleben zu retten ist besser als die Oma, um ein Schild anzuflehen, wenn ich ehrlich bin.
Und was machst du denn hier mit deiner Sichel? Guck mal, geht mit dem Schwert viel schneller. Leg dir mal ein Schwert zu. Hier, guck mal, kriegst sogar noch Rubine aus deinem Gras. Was du nicht alles in deinem Gras verlierst. Ja, guck mal, mit dem Schwert geht das Rasenmähen viel schneller. So, und wer aufmerksam war, wir sehen, dass hier sogar auch ein Rubin drunter ist. Den kann man sich hier holen, indem man... Nein, 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 link nicht hoch. Sondern indem man sich duckt. Nein, nein, link runter. So, ducken. Dann hier drunter herkrabbelt und sich den Rubin schnappt. So, in dem Haus hier gibt es auch noch einen weiteren Rubin. Das werde ich jetzt auch nochmal schnell nachholen, den zu holen. Bevor wir dann endlich in den Wald gehen. So, und zwar gibt es hier erstmal nur einen grünen Rubin, aber wenn wir dann hier weiterkrabbeln, gibt es eine Schatztruhe. Und zwar ist in dieser Schatztruhe ein roter Rubin drin, wenn ich das mal spoilern darf. Ja, der ist so viel wert wie 20 grüne Rubine, was für ein Glückstag. Ja, das konnten wir schon viermal lesen, was für ein Glückstag wir haben. Ja gut, am Geburtstag kriegt man nun mal Geld, wie gesagt, also, ja. Auch wenn man sich aus anderen Häusern klaut, das ist alles legitim, darf man alles. Ich weiß auch gar nicht, wieso der Typ, der in das Haus gehört, da die Rubine versteckt hat. Ich meine, ist der wirklich auch so klein wie Link und kann er einfach durch das Loch kriechen? Ich glaube eher nicht, also... Ja, ich hinterfrag die Sache einfach mal nicht. So. Und dann, würde ich sagen, da wir jetzt ja auch ein Schwert haben, können wir jetzt hier auch... diese Bäume durchschneiden, aber erstmal hier das Schild lesen. Überqueren verboten. Wegen Ausbesserungsarbeiten ist das Passieren der Brücke in den Wald untersagt. Hm, scheiß drauf. Wir gehen trotzdem rein. Wir müssen doch ein Menschenleben retten, nicht wahr? So. Hier geht's erstmal schön den Berg hoch und dann geht's auch schon gleich zu der besagten Brücke, die wir nicht überqueren dürfen. Und zwar ist die hier. Steht nicht auf dem Schild übrigens drauf. Zur Feenquellenruine. Das Glück des Wohlstands sei mit dir. Ein weiser Spruch, ein weises Wort. So, hier springen wir eben drüber. Hoppa. Hoppa. So, und dann... Die Bäume können wir hier übrigens auch nochmal kaputt machen. Da ist aber nicht wirklich was drin. Oder was versteckt. Ja, und dann gehen wir hier in den Wald rein. Da oben sehen wir auch das Mädchen. Ich würde sagen, machen wir uns mal auf, die zu befreien. Hier in dem Baumstumpf sollten auch Rubine drin sein. Nee, das war ein anderer. Ja, in einem Baumstumpf sind nämlich noch 20 Rubine. Das war aber dann anscheinend nicht dieser hier. Okay, das ist ein anderer. Alles klar, dann weiß ich da auch Bescheid. So. Springen wir erstmal hier runter. Und was ist denn da hinten? Schleichen wir uns mal ganz langsam hier beim Gras an. Der sieht aber nicht gerade freundlich gesinnt aus. Na, hallo. Und tschüss. Oh, ein Rubin. Ja, das war der erste Gegner. Und ich wette, hier ist der Baumstumpf mit den 20. Ja, hier, na, Link, runter. Link, runter, ducken. Und krabbeln. Ja, hier ist der Baumstumpf mit den 20 Rubinen. So, jetzt können wir auch schön zurückkrabbeln. Und das war unser erster Gegner, den wir in The Legend of Zelda The Wind Waker besiegt haben. Boah, und die haben alle so ganz verwandte Namen. Bokoblin und boah, die haben alle solche ganz komischen verwandten Namen, die Viecher, und sind kaum auseinanderzuhalten. Aber ich meine, die heißen Bokoblins, die Viecher. So, und was steht hier? Feenquellenruine. Der Held der Legende soll diese Quelle aufgesucht haben, als er erschöpft vom Kampfe war und ihm erschien eine Fee. Seine Wunden wurden ihm sodann auf wundersame Weise geheilt. Zudem soll diese Fee ihre Pilger mit dem Glück des Wohlstands segnen, weshalb sie auch den Beinamen Göttin des Wohlstands trägt. Ja, hier können wir später hin. Hat noch eine Bedeutung, die Quelle. Aber fürs Erste noch nicht. Und was sind das denn für Vögel? Und die Viecher haben wir doch gerade schon gesehen. Oh, zwei von denen. Ja, ihr jagt mir keine Angst ein. Ich lade hier schön meine Wirbelattacke auf und... Ach, du lebst auch noch? Ja, dann... Stirb mal schön. Wir visieren dich einfach an und... Dann bist du auch schon weg. Wie der andere lebt noch, kannst du mir doch nicht erzählen. Bam! Sprungattacke und dann bist du weg, oder? Ja, also... Das Mädchen hat voll den Schock, also... Ja...
Ich würde mich auch irgendwie wundern, wenn ich auf einmal bewusstlos wäre und dann irgendwie komischerweise auf dem Baum aufwach. Und ich glaube nicht, dass das sehr angenehm war. Aua, aua, aua.